Und insofern möchte ich euch ganz herzlich nochmal begrüßen an dieser Stelle zu unserem heutigen JFD Live Event ORB Open Range Breakout. Jeder von euch wird ja den Weg hier zu uns gefunden haben. Dennoch hier nochmal ein kleiner Appetizer sozusagen heute hier zu unserem Event. Mit Christoph freue ich mich ganz sehr, dass wir hier schon einige Events dieser Tage sozusagen oder dieses Jahr abgezogen haben, sowohl in Sachen Algo-Programmierung als aber auch im Umkehrschluss dann sozusagen Live-Anwendung seines Algos und seiner entwickelten Algorithmen bzw. Expert Advisors für den MetaTrader. Ich heiße euch herzlich willkommen heute zum Nikolaus, liebe Teilnehmer, und Bild und Ton ist da. Insofern vielen Dank an die reichhaltige Frequenz des Feedbacks, Peter, Michael, Ralf, Sonja. Andreas, bist du das? Unser Mr. Börniger sogar am Start. Dagmar, Christina, wie gesagt, nochmal hallo. Super viele Leute und es füllt sich weiter. Ja, in knapp 11 Minuten geht es ja auch los. Insofern erlaubt es mir noch den Riss-Disclaimer. Christoph, ich schalte schon mal dein Mic ein und gebe dir auch gleich den Bildschirm rüber. So. Hallihallo. Da ist er, genau. Ich würde dann Jo. auch gleich bekanntermaßen an dich auch übergeben. Im Prinzip geht es ja um deine Live-Anwendung. Und da sind wir hier auch gleich beim, sage ich mal, Querschnitt im Rahmen des Risk-Disclaimers, liebe Leute. Was Christoph heute vorführt, natürlich alles sozusagen keine Handelsempfehlung, jeder eigenverantwortlich in dem, was er tut. Und grundsätzlich sehe ich gerade, hat er hier das Slide immer noch sozusagen einen kleinen Fehler. Das muss eine 78 heißen. Das wird ja hier quartalsmäßig angepasst. Und in der Tat ist das immer rückblickend auf die 12 Monate anzupassen. Und insofern sind leider 78% der Privatanlegerkonten derzeit negativ unterwegs. Das mag an auch fehlenden Algorithmen liegen, beziehungsweise ohnehin einer Trading-Logik oder auch einem Vorgehen mit Risk- und Money-Management. Und wie das aber aussieht, das zeigt uns heute Christoph. Und insofern hier nochmal ein herzliches Willkommen an der Stelle. Christoph, kurz ein Speech für dich zum Intro und dann können wir auch gleich loslegen, weil in knapp 10 Minuten haben wir ja die Non-Farm Payrolls. So ist es, genau. Also da will ich auch nicht arg viel zu meiner eigenen Person verlieren. Ich bin Christoph Enslin. Ich bin 40 und nee, ich bin 41. Oh mein Gott. Es geht immer weiter mit dem Hochzählen. Macht das Trading und Investieren schon eine ganze Weile, war im Investmentbanking oder ja wie sagt man, im Unternehmensbanking von der Deutschen Bank und von der Hypo Vereinsbank in Sachen Devisenrisikomanagement, also im Forex Sales für die Corporates, für die Small für die kleinen und mittleren Unternehmen von Deutschland. Ja, und jetzt bin ich eben seit 2010 auf eigene Faust unterwegs in Sachen Finanzrisikoberatung für Unternehmen gestartet. Aber jetzt ist in der Zwischenzeit mein Hauptgeschäft in der Tat Algorithmen und zwar ganz speziell für den MetaTrader 4 und den MetaTrader 5 zu erstellen. Mache viele, viele Individualprogrammierungen für meine Kunden und aber auch meine eigenen Entwicklungen, mit denen ich selber ins Risiko gehe. Ja, und jetzt sind wir eben hier und da. Soll ich gleich weitermachen, Christian, hier mit NFP oder soll ich nochmal zu dir rübergehen? Nein, nein, nein. Ich würde dir den Bildschirm gleich rübergeben. Um Gottes Willen, ich will gar nicht so viel der Vorrede verlieren. Ich meine, die Leute sind ja hier, um dir über die Schulter zu schauen. Insofern gebe ich dir direkt den Bildschirm mal rüber. So, jetzt dürfte es gleich Ah, aufflappern. muss ich Sozusagen, gemacht. genau. Wähl Ja, mal genau. ein aus So. deinen 20 Monitoren aus da. Und ja, hatte ich mit Dennis Gürtler neulich ein Webinar, der hat ja in der Tat 12 Monitore am Start. Das ist selten heutzutage, aber bei ihm ist es tatsächlich Ja, so. das ist Okay. bei mir deutlich einfacher. Deutlich Ja, einfacher. Na, das glaube ich. genau. So, also wie gesagt, die Stage is yours, liebe Teilnehmer. Ich will nur kurz sagen, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Ich meine, wir haben heute auch, ich glaube, jetzt nicht so einen spekulativen Event, wobei bei den Non-Farm Payrolls immer wieder auch natürlich hier Volatilität Einzug hält. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall immer, ja, zumindest Schwankungen größerer Natur. Das ist auch nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir vor 4, 5 oder 6 Jahren hatten. Also die Volatilität ist wirklich arg zurückgegangen. Aber es wird kein Dauerzustand sein. Und da wird es sicherlich so sein, dass wir hier in Zukunft auch dann mal unabhängig der Events, die wir ja hier auch immer ausstatten, richtig wieder hoffentlich Volatilität bekommen. Heute aber ist es auch so bei Volatilität wichtig, liebe Leute, Slippage oder auch, sage ich mal, direkt Preisspikes zu News und zu Events sind nichts Ungewöhnliches. Das heißt, wenn der Preis, und das wird der ein oder andere erlebt haben, hier in die eine oder andere Richtung sozusagen
explodiert oder expandiert, dann hat das meistens eben aufgrund der Marktunsicherheit seinen Ursprung und, oder nicht meistens, sondern immer, und eben der Marktfindungsphase, der Preisfindungsphase in dem Moment. Und deswegen ist eine grundsätzliche Slippage oder Spread-Ausdehnung möglich. Ihr müsst aber wissen, bei JFD, Just Fair and Direct, sind wir hier am Interbankenmarkt direkt dran und auch beim CFD-Bereich haben wir einen Liquiditätspool, wo mehrere Anbieter sozusagen Bid in Ask stellen und da sind wir schon seit jeher mit einem sehr, sehr engen Spread versehen und wir reißen hier auch nichts künstlich auf, wie das eben auch gern tatsächlich bei vielen, ja, sage ich mal, Konkurrenten, und ich will ja auch keinen werfen, aber in der Regel wird da manchmal auch der Faktor 2 oder 3 verwandt, um sozusagen dann einfach mal richtig schön auf beiden Seiten eine große Slippage zu erzeugen. Deswegen, liebe Leute, prüft, mit wem ihr handelt. Mit JFD, Just Fair and Direct, haben wir eine Ethik geschaffen, die wirklich in der Branche einzigartig ist. Und jetzt mit der Transformation zur Bank geht noch einiges mehr. Und dass wir jetzt hier sozusagen einen Spezialisten haben, der auch aus dem Bankerbereich kommt, sozusagen, ist natürlich noch umso feiner. Und wie gesagt, Christoph, wir haben ja einiges in der Pipeline und am Ende auch noch einen Schmankerl für die Teilnehmer und alles noch darüber hinaus, also für die, die jetzt nicht durchhalten oder vom Stuhl fallen, im Nachgang gibt es auch nochmal eine Aufzeichnung, eine Mailer für euch alle, wo ihr dann einfach so ein Stück weit abgeholt werdet im Rahmen der Aufzeichnung und im Rahmen eines Gimmicks. Jetzt heute zum Nikolaus ist das natürlich meines Erachtens fast schon Pflichtprogramm. Und damit sage ich jetzt Ruhe. Du hast jetzt die nächsten 5 Minuten, bis es dann sozusagen volatiler wird, wollen wir doch hoffen. Und wenn es Fragen gibt, nochmal abschließend, liebe Leute, einfach mir hier stellen, dann kann ich dir an Christoph weiterleiten. Wir werden ungefähr bis 15 Uhr machen, weil dann auch der Markt sich wieder so ein Stück weit auspendelt bzw. beruhigt hat. Und insofern schauen wir mal doch, was der Christoph heute hier uns mitgebracht hat. Genau, also tradingseitig sind wir heute wahrscheinlich relativ bald fertig. Ich habe viel recherchiert in den letzten Tagen und bin auf eine sehr interessante Anwendungsart gekommen. Kurz was zum Ende zum Non-Farm Payroll, kurz was zum Open Range Breakout und dann eben die Anwendung des EAs auf diese Situation. Die Non-Farm Payrolls, das ist der monatliche US-Arbeitsmarktbericht von der Statistikbehörde der Vereinigten Staaten und der ist immer sehr, sehr viel betrachtet, ist eine der Kernevents im Prinzip, um die Wirtschaft zu beleuchten. Und deswegen gibt es oft im Vorfeld zu der Veröffentlichung sehr, sehr ruhigen Handel. Und dann, sobald die Veröffentlichung da ist, geht es da nach oben oder nach unten. Manchmal ein bisschen, manchmal viel. Und wie es der Christian schon sagte, vor ein paar Jahren war das insbesondere bei Euro-Dollar, war es an der Tagesordnung, dass eine halbe Figur, eine ganze Figur, also 50 oder 100 Pips der Kurs gelaufen ist oder noch mehr. Heutzutage, dieses Jahr ist es sehr, sehr wenig. Wenn wir da 10, 20 Pips haben, ist es schon viel gewesen. Was ist jetzt die Open Range Breakout? Das ist eigentlich, ich gehe da kurz mal auf meine Website hier. Eigentlich der Open Range Breakout ist, der Gedanke ist, wir legen eine Range fest, also von zum Beispiel von 7 bis 8 Uhr. Hier im Bild jetzt mal zu sehen, von 7 bis 13 Uhr circa und handeln dann aus dieser Range, dieser morgendlichen, dieser Eröffnungsrange, Open Range, Eröffnungsrange, handeln dann Ausbrüche daraus. Man sieht hier zum Beispiel als Beispiel einfach mal hier beim S&P 500, es ging zuerst runter, da handelt man zuerst einen Short, der liegt falsch, weil dann der Kurs dreht und dann geht man eben nach oben und ho nimmt hoffentlich den Trend mit. Das ist eine sehr beliebte Strategie und warum nutze ich die jetzt beim Non-Farm Payrolls? Weil es geht ja hier nicht mehr nur um Open Range Breakout, sondern wir sind ja schon viel weiter fortgeschritten im Tag. Es ist nicht mehr die Eröffnungsrange, sondern ich zweckentfremde sozusagen diese Idee und sage einfach, ich nutze die Range der letzten paar Minuten vor der Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls, lege damit sozusagen die Range fest und sage dann, ein Ausbruch nach oben gehe ich long, ein Ausbruch nach unten gehe ich short. Und das geht alles sehr, sehr, sehr schnell. Und wenn ich das insbesondere auf mehreren verschiedenen Charts, Symbolen handeln will, dann brauche ich da einfach ein EA dazu, weil der einfach sehr, sehr viel schnell handeln kann. Und ich zeige Ihnen das jetzt. Wir haben hier bei uns haben wir den Open Range Breakout EA, MFX Open Range Breakout Basis. Und den Deluxe, die zeige ich Ihnen beide. Der Basis ist ganz einfach, den setze ich hier mal auf den Euro-Dollar-Chart.
ich lade jetzt kurz mein Preset, also eine Settings-Datei, die ich vorbereitet hatte. Ich zeige Ihnen ganz kurz die Kernelemente, weil wir nur noch 1,5 Minuten haben. Also wir messen die Range von 13.25 Uhr bis 13.29 Uhr. 13.29 Uhr heißt die 23.29 Uhr Kerze im MT4, die endet um 13.29 Uhr und 59 Sekunden, also 13.30 Uhr Serverzeit hier, 14.30 Uhr jetzt aktuell deutscher Zeit. Geht es dann wirklich mit dem Trading los. Und Achtung, ich handle dann wirklich nur 2 Minuten lang. 13.32 Uhr schließe ich den Deal, egal ob der im Gewinn liegt oder nicht. Ich habe ein Money Management zwischenrein mit dem Fünffachen der Range als Take Profit. Das wird in der Regel nicht erreicht. Ich habe da noch einen Break-Even-Nachzug, wo der Stop-Loss auf Einstandskurs nachgezogen wird beim Erreichen des Zweifachen der Range. Wenn das Dreifache der Range erreicht wird, machen wir einen Trailing Stop mit dem Abstand des Zweifachen der Range. Wir handeln maximal 3 Deals am Tag mit 0,1% Risiko vom Equity pro Deal. So, ich schalte jetzt mal hier ein. Wir haben nicht mehr arg viel Zeit. Und dann machen wir hier beim Dow Jones, schalten wir den Deluxe EA auf. Da zeige ich dann nach der Veröffentlichung ein bisschen mehr dazu. Ich habe den auch vorbereitet, im Prinzip mit den gleichen Parametern. Wir haben ja noch viel mehr Auswahlmöglichkeiten, MA-Filter, Richtungsumkehr. Wir können Lot-Multiplikator einsetzen, dass wenn wir nach einem Verlust könnten wir stoppen zu handeln automatisch. Das schalte ich jetzt hier mal aus. Nach einem Verlustdeal, Entschuldigung, könnten wir die Deal-Size erhöhen. Jetzt muss ich aber mal anschalten. Und jetzt gucken wir mal. Wir sehen schon, die Spreads sind jetzt ein bisschen auseinandergegangen. Das passiert immer und auch, wie es Christian schon sagte, bei jedem Broker. So, und jetzt sehen wir hier, jetzt geht es hier ganz schön zur Sache. Wir hatten, das ist interessant, wir hatten zuerst einen kleinen Ausschlag nach oben, da deswegen der Deal hier nach oben und aber jetzt dann in der Folge einen Short Deal im Euro-Dollar, im US-30, also im Dow Jones. CFD ging es zuerst nach unten, hat man den Deal gehandelt, der liegt erstmal auf der falschen Seite und wurde aber rumgedreht hier auf den auf die Long-Seite. Jetzt gucken wir mal, hoffen wir mal, dass das weiterläuft. Ich muss hier mal das Ganze. Also meine Güte, heute ist es volatil und heute hast du so schnell den Algo erklärt wie noch nie. Ich muss nachsehen, dass wir da am Ende des Tages tatsächlich noch ein bisschen mehr Vorlauf in Zukunft brauchen. Aber die Aufzeichnung gibt es ja und jetzt erklärst du es ja im Nachgang sozusagen nochmal im Detail ein Stück weit. Aber dass du das Ganze nur 3 Minuten laufen lässt, ist ja praktisch auch, oder 2 Minuten, war zuletzt auch nicht immer der Fall, ne? Genau, das ist richtig. Ich habe da mal sehr, sehr viel sozusagen studiert, die Kursverläufe von diesem Jahr studiert und habe mir eben alles ganz genau angeschaut. Und das will ich kurz mal teilen, wie ich zu dieser Botschaft gekommen bin. Und wir sehen hier, das ist ungewöhnlich, insbesondere für die letzten Monate, dass es hier so viel auch Slippages gab. Das sieht man eben, da ist an diesem Moment ist nie ganz risikofrei, so ein Handel natürlich. Wir sehen es hier ganz eindeutig, in diesem Moment sind die Liquiditätsgeber alle sehr, sehr unsicher. Ne? Wohin geht's? Da ziehen die Liquiditätsgeber, die hinter dem Interbankenmarkt stehen, also das ist nicht JFD selber, sondern einen ganzen Haufen 50, 100 verschiedener Liquiditätsgeber, die dann eben in die quasi den Spread ausweiten, weil sie selber im Prinzip kein Risiko ins Buch nehmen wollen. Wir sehen jetzt hier, es gab jetzt zwischenzeitlich Gewinnmitnahmen hier vom Algorithmus. Hier beim Dow Jones gab es hier eben beim Fünffachen der Range, gab es die Gewinnmitnahme hier. Das hat noch einen gewissen Gewinn übrig gelassen. Das ist schön, weil ja der erste Deal entsprechend verlustbehaftet war. Und beim Euro-Dollar, ja, da sind wir inzwischen auch beim Fünffachen der Range. Deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Stop-Loss war. Muss ich mal kurz in die Deal-Historie reinschauen. Was sind wir hier?
Ja, das war der hier. Ich habe hier noch andere Algorithmen auf dem Konto laufen, die nicht hier in dieser Instanz drauf sind, sondern auf einem Server laufen automatisch. Aber das ist der ORBEA. Der hat jetzt hier bei Euro-Dollar erstmal 41 Cent noch Gewinn gemacht. Das ist schön, dass ein bisschen was übrig blieb. Und der vorherige Deal, wo sind wir bei Euro-Dollar hier, der hat 6,88 € verloren, eben weil da eben sehr, sehr starke Slippage unterwegs war. Das Gleiche dann umgekehrt wo sind wir beim US-30 hier, ORBEA, der hat 3,30 € gewonnen im zweiten Deal und im ersten Deal hat er minus 5,66 gemacht, also leicht verloren. Unterm Strich sozusagen der heutige Trading-Tag für mich ein Verlust aus dieser Strategie. Jetzt will ich kurz noch was dazu sagen, wie ich überhaupt zu dieser Strategie gekommen bin. Ach so, nee, der ist geschlossen worden, weil die 2 Minuten rum sind. Deswegen, da war kein Take Profit, da war kein Stop Loss. Hier ist er in der Tat in den Take Profit gelaufen. Und genau, jetzt will ich hier kurz erklären, wie ich zu dieser Einstellung gekommen bin. Und zwar habe ich sehr, sehr viel untersucht. Ihr könnt mal hier gucken. Ich habe das ganze Jahr untersucht hier für die Non-Farm Payrolls. Und bin hier einfach mal durchgegangen. Ich habe hier eben auf meinem Blog, mindfulfx.de/blog, übrigens das festgehalten, alle Screenshots dieser Tests und bin dabei eben, habe viele verschiedene Sachen getestet und das war im Endeffekt die insbesondere für Euro-Dollar vielversprechendste Variante im Großen und Ganzen. Also immer eine ganz kurze Range, eine 5-minütige Range und dann 2 Minuten Trading. Und das hat eben unterm Strich im Jahresverlauf schön zu Gewinnen geführt, während andere Strategien, wenn man sozusagen mal, ich lasse es einfach mal laufen, über den Tag hinweg mit vielleicht mit einem Trailing Stop oder sowas, hat zu sehr, sehr vielen Hin und Her, macht Taschen leer Situationen geführt, also oben rein, unten raus und wieder in den Short und so weiter. Und eben deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier wirklich auf so eine ganz, ganz kurze Trading-Situation, die Strategie abzustellen. Ich hatte das dann auch quer getestet im Dow Jones CFD. Da habe ich leider nicht ganz so viele Daten zur Verfügung, wie bei Euro-Dollar. Und da gab es eben, da habe ich die letzten beiden Events untersuchen können. Und da hat es eben auch analog funktioniert im Backtest. Und ja, insofern ist es für mich eine Aussage, ja, also wenn es bei Euro-Dollar einerseits funktioniert, da habe ich es darauf entwickelt. Wenn das auch bei anderen Symbolen, die eigentlich nicht sehr korreliert sind, auch funktioniert, dann ist es ein Zeichen für tendenzielle Robustheit. Jetzt, was ich in so einem Backtest natürlich nicht gut simulieren kann, sind solche großen Slippage-Events wie jetzt heute, wo wir dann doch ja, ziemlich stark eben von den Levels abgewichen sind, die wir uns eigentlich erhofft hätten. Also im Backtest. Ich hab zwar mit höheren Spreads getestet, als wirklich sozusagen, ja, als normal der Fall war. Also bei Euro-Dollar sehen wir hier 5 Punkte, also Pipetten, 0,5 Pips ist so der normale Spread. Im US-30 Cash ist es während der Handelszeiten, während der Öffnungszeiten der Wall Street ist es in der Regel 200 Punkte, also 2 Indexpunkte, also 200 MT4 Punkte. Bei 2 Nachkommastellen ist das eben 2,00 Kursdifferenz. Das ist ja beim Dow Jones eben in der Regel der Fall. Jetzt sind wir noch vor der offiziellen Handelszeit, deswegen ist es standardmäßig noch ein bisschen auseinander. Aber ich hatte schon mit doppelter Spread gerechnet, aber dass es dann quasi so weit auseinander kam, das ist einfach war nicht zu simulieren. Das überrascht mich jetzt auch selber. Aber das ist live. Da kommt es eben immer wieder zu Sachen, auf die wir nicht oder auf die wir uns so nicht vorbereitet haben, beziehungsweise uns es anders gedacht haben, als es gekommen ist. Aber grundsätzlich, ich denke, die Idee kommt rüber. Es geht darum, eine Range zu betrachten, die dann eben nach oben, Ausbrüche aus der dann gehandelt werden. Genau. Das waren jetzt die Backtests. Grundsätzlich denke ich, dass diese Strategie, dieses Setup anwendbar ist auf, ja, es ist denkbar, dass es anwendbar ist auf
die verschiedensten News-Ereignisse, ja, sagen wir mal Ölvorräte, da kann man, könnte man den Öl-CFD handeln oder vielleicht auch US-Dollar, Kan-Dollar, was oft als Proxy verwendet wird für den Ölpreis und natürlich sehr, sehr viel liquider ist als die CFDs. Man könnte es vielleicht auf EZB-Sitzungen, FED-Sitzungen und so weiter anwenden. Alle möglichen wichtigen Details, die eben, wichtigen Nachrichtenevents, die entsprechend für, in der Regel für Ausschläge sorgen, ist sowas denkbar. Also sehr Genau. gut. Wir haben ja an der Stelle auch das gute Beispiel. Ich meine, wir hatten den ja jetzt nicht letzten Monat, aber in diesem Jahr meine ich schon dreimal, viermal im Einsatz. Da hat es Genau. auch immer wieder funktioniert. Also ich sage mal, du hattest auch Genau. Gewinntage. Heute ist es eben zum Dezember, zum Jahresabschluss leider mal tatsächlich ein Verlusttag. Wir konnten vorher nicht ahnen, wie hoch jetzt die, sage ich mal, Ausschläge sind. Aber sag mal, relativ gesehen immer noch wenig Ausschläge, aber die Volatilität ist ja eh gering. Aber dennoch gab es eben hier eine Slippage und das ist natürlich das, wo man sagt, die Open Range Breakouts kann man ja auch bei ruhigeren Phasen anwenden. Das heißt, man kann ja auch den S&P in der ersten Handelsstunde oder den DAX Future sozusagen in der vorbörslichen Zeit in so eine Range packen. Und wenn dann Xetra-Handel 9 Uhr zum Beispiel beim DAX losgeht, dass man dann da auch ein Breakout handelt. Also da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Bei News hast du natürlich so indirekt immer diese, wie du schon sagst, und heute ein gutes Beispiel, diese Fake, sage ich mal, Möglichkeit, dass der Markt erstmal in eine Seite springt und dann auf die andere und dann eben auch wild Slippage sozusagen erzeugen kann. Muss nicht, aber kann. Und wie du schon sagst, die Banken, die jetzt hier sozusagen den Pool darstellen, das sind ja die Tier-1-Banken, also das ist die Goldman Sachs dabei, da ist eine UBS dabei, eben alle großen FX-Player, die sozusagen hier, wie du schon sagst, dann Liquidität rausnehmen und dann sich erstmal orientieren müssen, wie sie das Risikomanagement lösen oder das Risiko managen vielmehr. Und da hast du natürlich am Ende des Tages immer eine gewisse, sage ich mal, Risikogefahr mit der Unsicherheit. Also ich hatte früher sogar immer die Procedure, dass ich sage, ich warte immer erstmal nach News 10 bis 15 Minuten ab und schau dann, wie der Markt sich einpendelt, um dann sozusagen auf eine Trendbewegung zu springen. Das könnte man ja theoretisch auch mit so einem Open Range Breakout im Nachgang an News machen. Das heißt, dass du jetzt wahrscheinlich die Range, weiß ich nicht, die letzten 5 Minuten nach den News cancelst sozusagen oder Genau. einspannst in so eine Range letztlich und dann da den Breakout handelst. Das heißt, zeitlich oder von den Einstellungen bist du ja völlig flexibel, ne? Richtig, die Einstellungen sind vollkommen flexibel. Ich zeige das auch hier nochmal im EA. Ach so, das wollte ich noch kurz erwähnen. Bleiben Sie dran, es geht noch weiter. Vielleicht gibt es sie nachher noch kostenlos. Kleines Nikolausgeschenk. Müssen wir mal gucken. Also dranbleiben, es lohnt sich. Genau, also wir können den hier einstellen. Grundsätzlich, wie du sagtest, Christian, in verschiedensten Möglichkeiten. Hier die Uhrzeit ist frei einstellbar. Und wenn wir uns überlegen, der große Slippage, kurz auch noch was dazu, weil du das gerade erwähntest, ich glaube, vor 3 Monaten hat man den EA so ein Event auch gemacht hier mit NFP-Handel und so weiter. Und da hatten wir sogar positive Slippage. Da hat man, glaube ich, Australdollar-Dollar gehandelt und es brach nach unten aus und unsere Ausführung lag hier irgendwo in der oberen Hälfte der Range mit dem Sell-Deal. Also genau, das spricht auf jeden Fall dafür, dass ihr hier bei JFD wirklich einfach den Preis weitergebt, der eben im Interbankenmarkt vorhanden ist und nichts dazwischen schneidet. Da hast du So, recht. Und da ist genau. übrigens wichtig, weil du sagst, die Slippage ist genauso ein Punkt, die negative Slippage gibt man gern durch, und die positive wird bei vielen Brokern gar nicht angegeben. Und auch Ja. der Andreas Müller, ich weiß nicht, ob es ist, aber es gibt hier einen Andreas Müller, der dabei ist, wenn es der Bernie ist, musst du dich einfach mal zu bemerken geben. Der handelt ja in der Regel auch recht kurzfristig Dow Jones und da haben wir auch den Fed-Event schon gehandelt, wo er praktisch auch Da war ich auch schon dabei. guck Ja, an, das ist ja ein spannende Faktor. Webinare. Ja, er ist ja sehr kurzfristig mit 1-Minuten-Chart unterwegs und handelt aber auch nur ein oder zwei Underlyings. Wie du vorhin gesagt hast, wenn du gerade mehrere hast, ist so ein Algo sehr, sehr unterstützend, auch um die Psyche einzufangen. Aber der Andreas handelt ja selber schon seit über 20 Jahren und auch im Scalp-Modus, also kurzfristig. Und da war es im Prinzip auch so, dass er hier schon mehrfach positives Slippage generiert hat bei solchen Fed-Events. Und das ist wirklich etwas, wo man auch sagen muss, schaut ruhig hinter die Kulissen. Negatives Slippage, da regt sich jeder auf. Aber positives Slippage wird entweder manchmal gar nicht weitergegeben von den Brokern. Und wenn sie geschieht, freut man sich, aber spricht nicht drüber. Deswegen muss man da immer wirklich mal ein Stück weit hinter die Kulissen schauen. Und gut, dass du sagst, am Ende ist es tatsächlich so, dass man da nicht nur ein Event heranziehen muss, sondern viele. Und auch mit deinem, sag mal, was du an
statistischem Material jetzt sozusagen zusammengesetzt hast, ist natürlich noch nicht wirklich statistisch so relevant. Aber ich sage mal, auf die aktuelle Lage bezogen, hast du eben festgestellt, dass der Close nach 2 Minuten, und ich schaue jetzt mal auf Euro-Dollar, der macht nach dem Spike von unten jetzt genau das, was du in den letzten 12 Monaten sozusagen analysiert hast, dass er Genau. nämlich nach der Bodenbildung wieder in die Ausbruchsrichtung, also nicht in die Ausbruchsrichtung tendiert, sondern wieder zurück vor die Ausbruchsrichtung tendiert in dem Zusammenhang. Und das ist eigentlich schon eine krasse Bestätigung, dass man sagt, man muss natürlich trotz Algorithmus auch ein Stück weit überwachen, was macht der Markt, wie ist die Volatilität. Das ist immer so ein Feintuning und Feeling, was du ja sicherlich auch einbaust, sonst hättest du das mit dem 2-Minuten-Close ja wahrscheinlich eh gar nicht gemacht. Genau, das ist ganz wichtig. Also viele, viele Kunden sprechen mich an und sagen, ja, hallo, warum, ist auch eine, oft eine Frage, die hier aufkommt, warum, wenn ich hier mir den EA quasi immer unterschiedlich einstellen soll, je nach Marktphase, was bringt der mir dann überhaupt? Das ist auch eine sehr valide Frage, aber es hilft eben einfach bei der Umsetzung, beim Testen, es hilft ja, einfach stringent und konsequent die Strategie auszuführen, was eben im manuellen Handel extrem stark erstens mal eine Zeitbelastung ist, was man oft gar nicht schafft, weil sich der Markt zu schnell bewegt. Und gerade wenn man auf mehreren verschiedenen Charts handelt. Und andererseits eben ist es eine psychologische Herausforderung, wenn man dann mal vielleicht den exakten Moment verpasst hat und dann hinten liegt, ich merke es an mir selber, dann will ich immer warten. Ja, kommt es vielleicht noch zurück, kommt es vielleicht noch zurück. Und dann hab ich vielleicht einen Punkt Chance und gehe aber ein 100-Punkt-Risiko ein damit mit so einer Sache. Und das ist natürlich blöd und psychologisch extrem herausfordernd. Deswegen ist eben ein EA extrem hilfreich. Und genau, und auf was ich noch hinaus wollte, man könnte zum Beispiel, um diese Slippage zu vermeiden, könnte man eben, wie du sagtest, Christian, einfach sagen, wir messen die Range vielleicht 10 Minuten oder 5 Minuten nach dem Event. Wir könnten auch einfach nur die Range von dem Event selber, diese 1-Minuten-Kerze zum Beispiel verwenden. Da hätten wir jetzt keine Ausbrüche daraus, weil hier unten das Tief ist, hier oben das Hoch. Dann ist ja, da ist ja jetzt hier auch nicht arg viel los beim Euro-Dollar, sagen wir jetzt nach diesem Ausbruch. Und damit hätte man sich eventuell überhaupt zwar die Chancen nicht genutzt, die da drin sind, aber die sind eben auch sehr, sehr schwierig zu nutzen hier in so einer Situation, wenn der Markt an sich nicht liquide ist. Wenn man sich den Chart im Nachhinein anschaut, denkt man, ja, das ist eine super Chance hier, da kann man quasi das Haus drauf verwetten. Aber sie ist halt oftmals so nicht unbedingt handelbar, jetzt insbesondere in solchen Situationen. Da muss man auch, sorry, da muss man ganz kurz, wenn ich einfüge auch noch, und dann hast du es beim, das Wort merken, da gibt es auch immer, wie gesagt, Execution ist ja sozusagen die Ausführungsqualität oder der Ausführungspreis, und da muss man auch mal sehen, welcher Preis wird denn überhaupt dann teilweise angezeigt von vielen Marktteilnehmern und welcher Preis wird dann wirklich ausgeführt. Das sind wirklich immer zwei Genau. Sachen, und das wird gerade bei News immer sehr, sehr auffällig oder gibt sich das sehr auffällig zur Präsentation, zur Erkennung. Und da muss man wirklich genau hinschauen und eben wirklich auch prüfen, wie denn dann die Execution oder die Ausführung am Ende des Tages dann wirklich ist. Und da gilt es ja wirklich zwischen den Zeilen zu schauen. Und News sind generell eben tatsächlich ein Faktor der großen Unsicherheit. Das war vor 10 Jahren so, das war auch schon vor 30 Jahren so. Das ist in den Rohstoffmärkten so oder auch den Währungsmärkten, weil man eben hier die gewisse den Risikofaktor, die Unsicherheit der Liquiditätsanbieter hat und oder schlichtweg auch des Marktes. Aber das macht natürlich auch so ein Event spannend, weil du Volatilität hast, wobei man zugeben muss, so richtig stark volatil ist Euro-Dollar jetzt, sage ich mal, generell immer noch nicht unterwegs im Vergleich zu früher. Aber dennoch ist es einfach feststellbar, dass zu solchen Events eben einfach da die Preise buchstäblich schnippen, und da sind auch viele Marktteilnehmer eben heiß drauf, weil du da sozusagen garantierte Bewegung bekommst. Genau, richtig. Beim, Gut so. mache ich da mal weiter. Beim US-30, also beim Dow Jones CFD, wäre das zum Beispiel sehr, sehr hilfreich gewesen, wenn man hier vielleicht nur diese 1 Minute als Range genommen hätte. Und dann wäre es hier einfach weitergelaufen. Das ist mir eben bei der Rückbetrachtung auch aufgefallen. Ich habe allerdings nicht ganz so viele Daten eben zum Zurückschauen gehabt im M1-Chart. Ich hätte vielleicht noch auf den M5-Chart gehen können, aber das habe ich eben bisher jetzt noch nicht gemacht. Da ist die Bewegung immer weitergelaufen.
Also ein bisschen länger noch als die 2 Minuten. Das ist auch hier jetzt im Oktober ging es noch weiter, im November ging es noch weiter. Das ist jetzt hier in den Charts nicht unbedingt zu sehen. Insofern eventuell auch sowas interessant. Genau, jetzt wollte ich aber noch sagen, diesen EA, wie gesagt, den können Sie ganz, ganz, ja, ganz variant einstellen, wie Sie es eben wollen. Je nachdem, ob Sie es wirklich standardmäßig im Open Range Strategiehandel haben wollen oder vielleicht auf andere Szenarien abstellen wollen, vielleicht die Mittagszeit als Range nehmen und dann den Nachmittagsschwung mitnehmen, der sich ja auch oftmals ergibt. Dazu habe ich Ihnen das ein kleines Schmankerl vorbereitet für Sie, wenn Sie auch bei JFD handeln. Meiner Erfahrung nach wirklich tolle Ausführungen bekommen und einen guten Kundenservice mit allem drum und dran. Deswegen ist JFD auch der einzige Broker, den ich empfehle für den deutschen Markt, für den deutschsprachigen Markt auf jeden Fall. Und da genau, und da habe ich Ihnen ein kleines Schmankerl vorbereitet. Sie können mal hier auf mindfulfx.de/Nikolaus gehen, weil heute der schöne Nikolaus ist. MindfulFX, das ist meine Firma. .de, das ist Deutschland. Sehr gut. Das kennen Sie. Das Und, kennt man. genau, und, genau, es ist nicht Delaware oder so in USA, sondern es ist Deutschland. Und eben der Nikolaus. Und da kommen Sie auf diese Webseite. Und da können Sie sich diesen Open Range Breakout EA kostenfrei holen. Der kostet in der Regel 55 € in der Basisvariante oder 125 € in der Deluxe-Variante. Wenn Sie JFD-Kunde sind oder es werden wollen, kriegen Sie den komplett kostenlos. Wie geht das? Ich zeige es Ihnen, scroll hier mal runter. Also wie gesagt, Sie brauchen ein Echtgeldkonto. Das müsste unsere Werbepartnergruppe zugeschlüsselt werden. Und andererseits über ein gewisses Mindestkapital verfügen. Genau, wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie auf dieser Seite über diesen Partnerlink hier, den hier klicken und dann Ihr Konto registrieren. Dann sind Sie automatisch unserer Werbepartnergruppe zugeschlüsselt. Wenn Sie schon eins haben, schreiben Sie einfach eine E-Mail an support@jfdbank und lassen das eben meiner Partnergruppe zuschlüsseln, Ihr Konto. Dann, was für Mindestkapital brauchen wir, wenn Sie den EA-Variante Deluxe haben wollen? Das heißt, die Sache mit der Einstellbarkeit, dass Sie nach dem Verlustdeal die Lot Size erhöhen können, dass Sie nach einem Take-Profit-Deal den Handel für den Tag beenden können. Sie können eine Richtungsumkehr mithandeln, also in die Range rein, statt aus der Range raus, was insbesondere jetzt für solche Slippage-Themen entsprechend interessant sein könnte, um die zu vermeiden. Genau, das alles kriegen Sie, wenn Sie ein Kontokapital von mindestens 5.000 € oder äquivalent haben. Die Basisvariante gibt schon ab 2.000 € Kontokapital. Ja, Sie müssen einfach dann noch zustimmen, dass ich, MindfulFX und JFD, dass wir kurz uns austauschen können über diese Daten. Einerseits, welcher Partnergruppe sie angehören und andererseits, wie viel Equity oder genau, wie viel Equity drauf ist und unseren Lizenzvereinbarungen und AGBs zustimmen. Und eben das Ganze, das ist wichtig, dieses Angebot ist befristet bis 13. Dezember, also eine Woche lang können Sie zuschlagen. Haben Sie also Zeit, das Konto zu eröffnen und dann auf diese Seite zu gehen, Nikolaus, mindfulfx.de/Nikolaus und den EA zu bestellen. Und das geht dann folgendermaßen. Wenn Sie weiter runterscrollen, kriegen Sie hier das Bestellformular. Und dann schreiben Sie einfach Ihren Namen rein. Christoph, ich schreibe es mal einfach meinen Namen, zeige es Ihnen, wie es geht. Christoph Enslin, meine E-Mail. Können Sie übrigens auch mir E-Mails schreiben, wenn Sie Fragen haben. Ganz gerne ce@mindfulfx.de. Dann schreiben Sie hier Ihre Kontonummer rein, wählen aus, ob Sie eben mit 2.000 € Mindestkontokapital oder 5.000 handeln und den EA in Basis- bzw. Deluxe-Variante haben wollen. Und dann müssen Sie den Bedingungen natürlich dieses Sonderangebots zustimmen und optional
Das können Sie wählen, wie Sie wollen. Können Sie unsere Freitagsmails bestellen, die kostenlos sind und natürlich jederzeit abbestellbar. Und die sind, geht es immer um die Themen EA-Programmieren, Trading, den EA-Handel selber, gibt auch oftmals Sonderangebote, Einladungen, mal einen Rabattcode hier und da. Also lohnt sich hier drauf zu sein, aber das liegt an Ihnen, ob Sie es bestellen wollen oder nicht. Und dann einfach auf Jetzt bestellen klicken und dann werde ich Sie im Prinzip kontaktieren und weiteren Informationen zukommen lassen. Und dann, sobald ich das abgeglichen habe, die Daten mit JFT, kriegen Sie den EA kostenlos für Ihr Konto, für das Konto, das Sie hier im Formular angegeben haben, zugeschickt. Also, das würde mich freuen, wenn Sie das mal ausprobieren wollen. Es läuft übrigens auch auf Demokonto, auf JFD-Demokonto dieser EA. Also, dann können Sie wirklich ausführlich testen, bevor Sie hier einen Euro oder einen Cent riskieren überhaupt. Und genau, Sie kriegen auch Installationsanleitung und sowas ist alles mit dabei. Nochmal der Link hier kurz. Das ist das hier. Warte, ich kann den, Und kannst du genau. mir den in Skype schicken vielleicht, Christoph? Ansonsten, ich kann es auch gerne in den Chat gerade schreiben. Aber noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Wir haben ja da auch die Aufzeichnung entsprechend am Start. Und ich sagte ja eingangs, wer noch nicht dabei war, wir haben ja noch Teilnehmer dazu bekommen. Es wird ja wie so meist, wenn man dann sozusagen eine Aufzeichnung von einem Live-Event hat, einen Nachgang-Mailer geben, wo wir dann praktisch genau den Link auch nochmal reinstellen. Und für alle, die das Webinar jetzt am Samstag, Sonntag oder nächste Woche erst sehen, im Nachgang sozusagen, die haben natürlich dann auch die Möglichkeit, wie du sagst, das hast du jetzt eine Woche laufen, dein Special Offer zum Nikolaus. Das heißt, das kannst du da ja auf jeden, oder man kann da ja auf jeden Fall noch nachgängig wirken. Und insofern vielen Dank für Genau. die Möglichkeit, auf jeden Fall, Christoph. Lass das ruhig gerade stehen, den Screen, kann ja jeder dann direkt in seine HTML-Maske eingeben, weil online wird er ja sein, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich gar nicht verbunden miteinander. Aber wie gesagt, es gibt auch eine Nachgangs-E-Mail. Michael fragte nämlich hier gerade nach und witzigerweise gerade mal auch zwei Michaels. Die nächste Frage kommt nämlich gerade, erlaubt mir das kurz, von einem anderen. Und zwar ist der ja als MQ4 oder EXT-Datei, also sprich mit dem Quellcode zu haben oder ohne? Also diese kostenlose Aktion ist ohne Quellcode, also einfach nur das Programm, die EX4-Datei. Wenn Sie den Quellcode wollen, dann müssten Sie auf der Nikolaus-Seite hier, können Sie dem Link folgen, der ganz oben ist, für den Open Range Breakout EA. Und dann über die Kaufseite selber, über unsere reguläre Verkaufsseite von dem EA, können Sie runter scrollen und das steht, ist eben auch alles erklärt, Unterschied zwischen Basis und Deluxe. Auf jeden Fall mal anschauen. Auch für wen das nicht geeignet ist, diese EA, auch ganz wichtig. Und da gibt es dann diese Version hier, MQL4 Kurs. Die ist natürlich die teuerste, weil sie natürlich auch den Quellcode erhalten. Sie erhalten den Quellcode, sie erhalten Zugriff auf die Videoaufzeichnung unseres achtteiligen Online-Programmierkurses, in dem wirklich alle Schritte des Programmierens dieses EAs festgehalten sind, wie wir den erarbeitet haben. Und da können Sie eben auch das Programmieren lernen. Also kaufen Sie nicht nur ein EA, sondern eben auch den Quellcode, mit dem Sie tun und lassen können, was Sie wollen. Und eben auch können das Programmieren lernen. Genau, ansonsten eben da auch die regulären EAs ohne Kontobindung, ohne Bindung an JFD sind hier verfügbar, Basis und Deluxe. Dann können Sie es verwenden, wie und wo Sie wollen. Genau, aber das sind dann nur die Code-Dateien. Und so ist es eben auch auf Nikolaus. Weitere Frage, gibt es weitere Fragen? Bis dato nicht. Wie gesagt, muss sagen, Christoph, Respekt, wie du das am Anfang runtergespult hast. Also im Rahmen der Schnelligkeit, aber es war wieder so, theoretisch müssen wir das wahrscheinlich wirklich nochmal 14 Uhr starten lassen, dass du in aller Ruhe die Teilnehmer da abholst und sozusagen wir wirklich auch Zeit haben mit dem Überleit, mit dem Risk-Disclaimer, mit dem Hinweis. Und ich meine, heute, wie gesagt, spannender Tag. Es ging im Prinzip in die verkehrte Richtung, beziehungsweise man hatte Profit Trades, die haben aber den Stop jetzt sich relativiert. Und das, liebe Leute, gehört eben zum Handel dazu. Übrigens, der Andreas Müller ist tatsächlich der Andreas Müller, hat sich vorhin zu erkennen gegeben an der Stelle. Wie gesagt, Grüße in den Norden an der Stelle. Und witzig, dass der ein oder andere Teilnehmer hier dem einen oder anderen auch wieder folgt und einfach mal über die Schulter schaut. Und ja, Slippage, beziehungsweise wilde Bewegungen sind einer einerseits natürlich ein Reiz, aber andererseits auch nicht etwas für jedermann. Und so ein EA-Algo oder so ein Breakout ist ja generell auch interessant, zum Beispiel auf höheren Zeitebenen. Was hast du denn da eigentlich für Erfahrungen?
Du meinst jetzt hier beim ORB EA, also beim Dass man Operating einfach so, Account? genau, du hast zum, also was sozusagen hier im Sinn auch als Frage kam, dass man zum Beispiel in dem Zeitfenster, in dem man hier agiert, sozusagen auf den Tag geht, ja, und man hat ja auch viele Währungspaare, die in einer Range oder auch einen Index, ja, oder beispielsweise Aktien, bei JFT könnte auch echte Aktien handeln, MetaTrader 5 kann man den Algo ja auch aufsetzen und dann hat man eine Range, die sich über Tage hinzieht. Und dann stelle ich mir vor, man müsste den EA natürlich dann auf einem Server handeln lassen, aber dass man da so einen Range Breakout einfach da ansetzt und sagt, okay, kauf für mich XY, ja, Rohstoff, Währung oder eben Aktien, wie auch immer, wenn er eben aus oder einbricht oder aus der Range vielmehr das Ganze sozusagen die Range verlässt. Das ging ja grundsätzlich auch. Das geht jetzt mit diesem EA geht's nicht. Also man kann den nur innerhalb des Tages einstellen, weil er eben an Uhrzeiten gebunden ist, bei diesem EA. Wir haben aber einen anderen EA, wo sie im Prinzip also es gibt wir haben zwei verschiedene EAs, die man dazu anwenden könnte. Wir haben einen EA, der nennt sich manuelle Box. Da kann man wirklich eine manuelle Box zeichnen und sagen, okay, ich will jetzt hier zwischen, sagen wir mal, 1,10 und 1,11 bei Euro-Dollar will ich die Box ziehen und das kann ja dann sein, dass der mehrere Tage innerhalb der Box bleibt und dann handle ich, aber sobald es aus der Box rausgeht, wird gehandelt. Das wäre im Prinzip ja eine manuelle Festlegung einer Range, die auch über mehrere Tage gehalten werden kann. Und andererseits ein anderer EA, der auch einer unserer Bestseller ist, ist der Hoch-Tief-Ausbruch-EA. Der ermittelt die Range anhand der letzten, sagen wir mal, x Kerzen. Und das kann eben die Tageskerze sein, das kann die D1-Kerze, auch die Wochenkerze meinetwegen sein, je nachdem, welchen Chart man auswählt. Und dann wird eben daraus dann direkt automatisch ein Trade generiert. Und damit kann man natürlich größere Swings handeln, größere Ranges festlegen, auch sagen, genau, und dann daraus ja eben größere Bewegungen mitnehmen und dann ist natürlich, wenn dann an so einem ja an so einem Einstiegszeitpunkt ein bisschen Slippage passiert, dann okay, ist es wahrscheinlich viel viel verkraftbarer natürlich, weil ja dann ist natürlich der Weg in Richtung Take Profit ist natürlich auch sehr sehr viel größer. Na, das ist ja ge generell. Ich meine, eben je nachdem, in welchem Timeframe man agiert, der 1-Minuten-Chart, der ist etwas, sage ich mal, für Leute, die damit auch klarkommen mit diesen schnellen, hektischen Bewegungen. Ist auch nicht für jedermann gedacht. Insofern ist auch gerade der Algo, gerade wenn du jetzt, sag ich mal, den Algo auf 5 sozusagen Underlines oder Symbolen ansetzt oder 10, das kannst du ja manuell gar nicht im Kopf behalten, wie du da was wo steuerst. Und das hast du auch eingangs gesagt, dafür ist ja so ein Algo extrem wichtig, der dir dann die Arbeit abnimmt. Du hast ja auch schon für unsere Vermögensverwaltung Algos entwickelt, beziehungsweise wir haben ja da auch zusammen kooperiert in der Richtung und ich meine, das ist schon nicht von ungefähr, dass Algos hier wirklich helfen können und das ist auch eine, sage ich mal, große Eigenschaft vom MetaTrader, der im ersten Moment irgendwo ein Stück weit altbacken wirkt, aber mit gewissen Tools und Templates, die es natürlich gibt oder eben auch EA-Unterstützung, Expert Advisor, Algo-Unterstützung, holt man die schon auf ein Niveau der Neuzeit, will ich mal sagen. So, und dann kann man eben auch selbst kreativ sein und vielerlei, ja, sage ich mal, mathematisch ableitbare Signale, Schrägstrich auch Indikatoren entwickeln, selbst entwickeln und integrieren und da sind dem Ganzen wirklich keine Grenzen gesetzt. Und Christoph ist ein gutes Beispiel dafür, wie aus so einer Passion eben auch ein kompletter Vollzeitjob oder Beruf werden kann. Und insofern freue ich mich, dass wir da auch zusammengefunden haben. Und heute, jetzt an der Stelle, ich denke, Fragen, ah, Moment, der Klaus. Ja, Klaus, du bist einer, der wohl ein bisschen zu spät gekommen scheint, aber keine Sorge, du hast das vielleicht vorhin noch nicht gehört, die Aufzeichnung geht an alle registrierten Teilnehmer raus mit auch diesem Angebot, was der Christoph uns vorgestellt hat. Und ja, jetzt haben wir wieder rund 45 Minuten sogar rum an der Zeit. Und jetzt würde ich noch mal einen kleinen Frageaufruf starten. Ansonsten, ihr habt es vorhin ja auch, Christoph, mega transparent. Deine E-Mail ist ja sozusagen auch abrufbar. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht. Der Christian sag ich schon, der Christoph ist ja an der Stelle immer wieder für euch da. Das kann ich auch nur bestätigen. Wir haben da eine enge Partnerschaft. Und vielleicht, Christoph, bist du nächstes Jahr auch mal wieder in Deutschland für ein Präsenzseminar. Das weiß ich natürlich nicht, aber es könnte ja so sein, dass da auch mal wieder was stattfindet, ne? Ja, das kann gut sein. Geplant ist jetzt, also fester Termin ist noch nicht, aber das soll noch nichts heißen. Genau, also das war vielleicht noch, hatte ich vielleicht am Anfang noch gar nicht erwähnt, für die, die mich noch nicht kennen. Ich wohne in den USA, also bin vor jetzt circa
Ja, fast 10 Jahren, es ist jetzt schon fast 2020. Ich bin vor fast 10 Jahren nach USA ausgewandert mit meiner Frau, die US-Amerikanerin ist. Und genau, da war es eben mal an der Zeit, den Heimvorteil zu wechseln, das Spielfeld, das Stadion sozusagen zu wechseln. Und deswegen bin ich jetzt in USA derzeit wohnhaft ansässig, aber betreue natürlich weiterhin meine Kunden im deutschsprachigen Raum, hauptsächlich Deutschland und Österreich und Schweiz und noch ein bisschen übers andere europäische Ausland verstreut hier und da. Gibt es auch deutsche Auswanderer in Spanien und im Baltikum und in Frankreich, Ungarn und so weiter. Es ist ganz, ganz interessant, wo da teilweise die Kontakte herkommen. Aber eben, genau, meine Firma ist spezialisiert auf den oder fokussiert auf den deutschsprachigen Raum, obwohl ich vielleicht das eine oder andere englische Wort kriege ich auch hin. jetzt nach 10 Jahren in den USA, Bestimmt. aber genau, aber grundsätzlich geht es ja darum, den deutschen Markt zu betreuen Super. und so ist es. Ja, aber Genau. da muss, ist ja auch, das Internet gibt es ja möglich, insofern erstmal, also es ist eh fantastisch. Ich meine, wie gesagt, vor 30, 40 Jahren gar nicht denkbar, was wir heute hier abziehen oder dass man eben international eben sowas durchführen kann. Vielmehr, Webinare waren ja Anfang der 2000er, wo ich jetzt auch für den Markt meine Liebe aufgenommen habe, sozusagen, gab es das auch noch gar nicht mal in der Form. Und heute ist das Standard, was wir da alles machen. Und es ist natürlich da auch wirklich, sage ich mal, grenzübergreifend, auch Zeitzonen. Und da müssen wir uns natürlich immer abstimmen, Christoph, aber ich sag mal, das passt. Bei dir ist jetzt der Morgen, bei uns bricht schon jetzt hier der spätere Nachmittag bald an. Insofern ist das aber gut machbar und da freue ich mich, dass du da auf jeden Fall auch zu uns gestoßen bist und wir das auch entsprechend weiter ausbauen werden. Und wie du sagst am Anfang, ging das vielleicht ein bisschen unter. In der Tat, du kommst ja aus den USA oder bist vielmehr zugeschaltet, aber dennoch eben mit einem Seminar gegebenenfalls nächstes Jahr am Start. Wenn das so sein sollte, bleibt sehr informiert, liebe Leute. Also in dem Zusammenhang würde ich jetzt so langsam aber sicher dem Ende entgegengehen. Wobei jetzt der Frank gerade noch eine Frage reinschießt. Ganz kurz noch, die werde ich dir stellen, Christoph. Und zwar nach Ausbruch zum Beispiel nach oben hat er getradet, dann wieder zurück in die Box und dann wieder Ausbruch nach oben. Wird dieser zweite Trade dann ausgelöst? Das hatten wir auch schon mal in einem der letzten Webinare. Also sprich, Genau. Also es kommt darauf an, wie der EA eingestellt richtig. ist. Jetzt hier in der Basisversion hier, die wir auf diesem Chart hatten, wir können hier einstellen, wie viele Deals pro Tag gemacht werden. Ja, ich habe jetzt hier auf 3 eingestellt. In dem Fall wäre es dann, wenn es nach oben gegangen wäre. Also es ist ja nach oben gegangen. Hier das blaue kleine Pfeilchen. Das war der erste Deal, der wurde gehandelt. Dann hier unten der rote Pfeil, das war der zweite Deal. Wenn es jetzt wieder nach oben gegangen wäre, vielleicht wenn man gesagt hätte, wir hätten nicht nur eine 2-minütige Handelszeit gemacht, sondern vielleicht eine 2-stündige oder bis zum Ende des Tages, dann kann es durchaus sein, dass dann der Kurs wieder nach oben durchläuft. Und bei Dealanzahl 3 wird dann natürlich auch der nächste Ausbruch, der dann nach oben ist, gehandelt. Und wenn Sie 5 einstellen, dann kann es eben nochmal hin und her gehen und weiterlaufen. Und eben immer wieder hin und her gehen, im Zweifelsfall auch mehrfach in den Take-Profit gehen, je nachdem, wie groß die Range ist. Dennoch, wenn es aber hin und her geht, ist es tendenziell eher ein Verlusttag. Das ist wichtig natürlich zu wissen. Es sei denn, man nutzt die Dealumkehr, die Richtungsumkehr, die jetzt hier im Deluxe EA einstellbar ist. Ich zeige das mal eben ganz kurz. Da können wir können hier nach die Range Begrenzung können wir einstellen, also die Range muss eine gewisse Größe haben, damit gehandelt werden darf. Was haben wir noch? Ja, die Richtungsumkehr. Wenn wir hier die Richtungsumkehr auf True stellen würden, dann wäre der Handel umgekehrt ja, gestaltet. Also dann wäre eben bei Einbruch in die Range von unten wäre ein Buy gehandelt worden und umgekehrt oben. Genau, das wäre machbar. Das könnte in so einem seitwärts rangenden Tag Sinn machen. Sehr selektiv, würde ich sagen, weil man dann eben auf der Verlustseite eher ein bisschen, es ist halt, ich denke mal, es ist ein bisschen riskanter, wenn man die Richtungsumkehr handelt. Jetzt auch in meiner Erfahrung, ich habe das auch sehr, sehr viel getestet, auch in einem Demokonto mit einem Portfolio von Trades und von Charts und so weiter. Und hier kann ich dann auch die Dealanzahl einstellen. Ich kann dann eben
den Lot-Multiplikator nach Verlust einstellen. Das ist dann in so einer Phase vielleicht auch sehr interessant zu sagen, dass wir machen vielleicht die ersten zwei oder die ersten drei Deals, die ersten drei Ausbrüche. Und wenn es eben zu einem Verlust kam, dann erhöhe ich die Lot-Size vielleicht um Faktor 1,5 oder um Faktor 2 auch. Oder wenn man ganz, ganz größere Risiken eingehen will, vielleicht auch um einen Faktor 3. Und dann muss man eben das Ganze kombinieren hier mit einem guten Risikomanagement. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir gehen auf den ersten Deal gerechnet, gehen wir vielleicht 0,1% Risiko vom Equity ein. Und wenn ich dann drei Deals handle und die sich, sagen wir mal, wenn ich Lot Multiplier 2 nehmen würde, dann wäre der zweite Deal schon 0,2% vom Equity, und der dritte Deal wäre 0,4% vom Equity, dann hätte man insgesamt 0,7% vom Equity im Feuer. Das kann man dann natürlich dann hier entsprechend steuern und sagen, also Kombination von Dealanzahl und Lot Multiplikator kann dann eben das Risikomanagement beeinflussen. Beantwortet das die Frage oder bin ich zu stark abgewichen in Ja, meinem Redeschwall? Was nein, meinst du? nein, nein, nein. Ich meine, wie Okay. gesagt, hast du gemacht, und es ist auch mit vielerlei Kombinationen natürlich sozusagen versehbar. Und auch Andreas, danke an der Stelle auch. Es gibt natürlich die Möglichkeit, immer erst den zweiten Deal zu handeln, und da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Man muss nur aufpassen, ich nenne das Ganze Überoptimierung. Der Markt findet eben seinen Weg, und ich sage mal, was in dem besten Backtest auch immer noch so schön aussieht. Im Live-Handel, und das ist auch immer wichtig zu wissen, so schön ein Backtest oder auch eine Demo-Sequenz ist an dieser Stelle, möchte ich euch auf jeden Fall sagen, dass hier der Unterschied zwischen Demo-Ausführung oder auch Backtest-Ausführung natürlich genau das ist, was wir heute gesehen haben, weil du kriegst auf jedem Demo-Server immer genau den Preis, den du haben willst, ob das jetzt News sind oder ob das die Fed ist oder was auch immer. Das heißt, dort hast du nie die richtige Slippage-Gefahr, beziehungsweise eben dann ebenso springende Preise. Und das wird teilweise, auch wenn du das berücksichtigst in so einem Backtest, eben dann immer gar nicht so real dargestellt, sodass manchmal das Theoretische dann praktisch doch irgendwie ganz anders aussieht. Das heißt, hier muss man auch trotzdem Zeit investieren und sich natürlich auseinandersetzen. Und man kann auch von deinem Wissen natürlich profitieren, Christoph. Deswegen, du hast ja auch den Kurs, wo ich auch von Teilnehmern weiß, wo du dieses Jahr schon gehalten hast. Weiß nicht, das Webinar ging gefühlt, glaube ich, 2 Stunden waren angesetzt. Du hattest ja mehrere Kurse, mehrere Online-Seminare, und du hast teilweise das Doppelte oder zumindest noch 1 Stunde hinten dran gehangen, um eben noch verschiedene andere Theorien und Möglichkeiten durchzugehen. Und das ist natürlich etwas Komplexes, was du aber anbietest und die Leute natürlich auch abholst an der Stelle. Und das möchte ich da auch nochmal betonen. Da hast du einen großen Daumen hoch verdient, sozusagen von den Kunden, die uns schon mitgeteilt haben, da mit dir zusammen auch diese Algo-Entwicklung. Das war zuletzt, war es der Heike Naschi oder war es Open Range Breakout in deinem Seminar? Jetzt im Herbst sind wir im Heiken Aschi unterwegs, genau. Also das sind wir jetzt aktuell. Also der Basis Heiken Aschi Workshop ist durch, und jetzt sind wir gerade mitten drin, im Prinzip in der Deluxe-Version, um wirklich das Ganze aus Verlust-Risikomanagement-Seite zu verbessern und zu betrachten. Ist ein sehr spannender Workshop. Also wir haben auch, was haben wir, glaube ich, 1,5 Dutzend Teilnehmer. Wir sind hier gut im zweistelligen Bereich unterwegs, und das ist, ja, das ist eine gute Gruppe, stellt gute Fragen und hat gute Ideen, und so im gemeinsamen Dialog kommt da wirklich ein guter EA bei raus. Also Und das, ob das macht du, ich weiß Spaß. es nicht genau, aber obwohl du jetzt 7.000 oder 8.000 Kilometer entfernt bist, funktioniert Genau. das super gut, dass du hier deine Education darüber bringst. Und insofern, wie gesagt, ich denke, wir sind jetzt sogar deutlich über den Durst unterwegs, aber es gab noch Fragen und ein paar Klärungen. Und wie gesagt, am Anfang haben wir wirklich gehetzt. Ich meine, wir haben es, ich glaube, das vorletzte Mal war es on the point, da warst du richtig gut beim Einstellen. Das andere Mal hast du dann noch während der NFP sogar die ein oder andere Einstellung vorgenommen. Heute hast du auch so das Ganze schon eingeladen. Na, welch ein Glück, dass du sozusagen Ja. schon das Template hattest, was die Parameter setzt, weil gut, wir lernen daraus, dass wir das nächste Mal einfach noch ein Stück weit früher auffahren und euch da nochmal an der Stelle abholen. Aber dann sage ich erstmal, Christoph, dank dir für diesen Start in den Tag bei dir, und bei uns läuft er ja so langsam dann mal aus. Danke dir für die Teilnahme und dafür dein Dasein, für deinen Mehrwert an der Stelle. Und Fragen, wie gesagt, könnt ihr jederzeit dem Christoph im Nachgang auch senden. Mailer geht raus, Aufzeichnung geht raus. Und insofern wünsche ich euch allen ein wunderschönes zweites Adventwochenende. Ja, und bleibt uns treu. Nächste Woche, weil der Andreas auch heute noch dabei war, gibt es auch direkt das Live-Trading mit Andreas Müller.
Ja, Bernecker 1977 an der Stelle, der hier sozusagen zur US-Notenbank am Abend den Dow Jones hier engmaschig covert. Und vielleicht, Christoph, hast du ihn ja auch überzeugt, hier den ein oder anderen EA oder die EA-ID mitzunehmen, um da auch sein Trading, was er wirklich rein diskretionär und manuell macht, Hut ab nach wie vor, da er aber vielleicht eine Unterstützung findet. Wir werden sehen. Aber insofern, lange Rede, kurzer Sinn, kommt gut ins Wochenende, Christoph. Vielen Dank für deine Teilnahme und insofern allen ein schönes Wochenende. Alles Gute. Tschüssi. Ciao, ciao.